So, eine kurze Erklärung am Beispiel des Rückkopplungssystems, was afferente und was efferente Fasern sind. Efferente Fasern sind immer wegführende Fasern und afferente hinführende, zuführende Fasern. So, diese Fasern sind jetzt für das Corpus striatum efferente Fasern, weil sie wegführend sind. Für die Substantia nigra jedoch sind diese Fasern afferente Fasern, weil sie zuführend sind. Genauso kann man es hier unten sehen. Für die Substantia nigra sind diese Fasern efferente Fasern, wegführende Fasern. Für das Corpus striatum sind diese Fasern afferente Fasern. Ich hoffe, es war verständlich. Sollte eigentlich verständlich genug sein.